Hallo, ihr Lieben. Ich habe mal wieder einen kleinen Action-Haul für euch. Und zwar bin ich heute nach Action hin und wollte gucken, ob die bei meinem Action auch diese Marker haben, diese Alkoholmarker. Und diese kleinen süßen Blöcke, die braunen. Nee, nix da. Da war ich ja auch echt begeistert. Da ich eh so schlecht laufen kann, ist ja auch egal, hat meine Nachbarin mich denn dahin gefahren. Weil ich habe gedacht, das ist ein Notfall, ich muss unbedingt dahin, ich muss das haben. Ja. Ja, und dann habe ich den Filialleiter gefragt, die wissen davon noch gar nichts in Bremerhaven. Entweder hat einer von euch ganz Bremerhaven hier leer gekauft mit den Sachen. Oder die kommen bei uns erst noch. Das weiß ich natürlich nicht. Naja, da war ich halt ein wenig frustriert und hab mir dann andere Sachen mitgenommen. Geht ja nicht anders, beim Action find's ja immer. Ich habe das auch schon aus der Tüte ausgepackt, weil da knistert das nicht so. Da fange ich mal an, einfach. Also das ist schon mal Nummer 1. Das sind so, sind halt Karten zum selber machen. Aber ich will das mit Mini-Alben oder Pocket Letter, aber ich denke eher Mini-Alben. Einmal diese Designs hier. So, ich meine, schnell ist das super. Kann man so rauslesen. Diese 3D. Super Sachen hier zum. Das ist doch viel, viel schöner im Mini-Alben, finde ich. Viel braucht man da ja nicht zu sagen. Du wirst ja schon selber, ne? Was man da alles mitmachen kann. Also das war so, schon so ein kleiner Trost für mich, dass ich diese hier gefunden habe. Die waren auch bei den Blöcken dabei. So kleine Embellishments oder wie das heißt. Ganz toll. Ja, die habe ich jetzt auch in noch keinem anderen Video gesehen. Und die sind halt 89 Cent einer. Drei Stück, aber ich habe drei verschiedene mitgenommen. Ich mache mal ein bisschen schneller. Ja, da freue ich mich schon, Mini-Alben mitzubasteln. Das war der erste. Also das ist einmal der hier. Kann ich ja hier erstmal so liegen lassen. Und dann ist das einmal, das ist hier mit grün, dieser hier ist lila. Das ist so mehr mit Blümchen. Da gibt es auch bestimmten, ihr kennt da wahrscheinlich auch einen Ausdruck für, aber lovely steht da. Naja, aber schön fand ich die auch. Sehr schön sogar. Einmal die Seite. Das ist doch mega, mega für Mini-Alben, also, oder halt auch für Pocket-Letter oder als Kartenbastler, für Kartenbastler. Ich bin begeistert. Ich mag diese Natursachen sehr, sehr, sehr gerne. Natur und alt. Manchmal auch schickimicki oder halt farbig. Schmeiße ich gleich mein Wasser um. Oh, das ist aber auch eine Hitze heute. Ich bin heute in der Stube. Ja, hier ist schön kühl. Fenster muss ich aber gerade zumachen, sonst hört ihr mich, hättet ihr mich gar nicht gehört. Oh, so Fensterläden, richtig, richtig cool. Die kann man hier zum Beispiel in der Mitte auftrennen. Wenn man jetzt Mini einbastelt, hier so auftrennen, hier und hier. Und dann so zum Aufklappen mit kleine Griffe und dann Bild rein oder so. Finde ich richtig toll. Ist mir gerade so als Idee gekommen. Ja. Oder das zum Beispiel da reinkleben. Ja, mal sehen. Dann die Seite noch. Welcome. Vogelkäfig. Ist auch toll hier. Lila. Ja. Dann noch das. Das ist ein bisschen Vintage, oder?
Liege ich da richtig? Oh, das Wasser habe ich gleich unten. So ein alter Koffer. Ja, ich habe die schnell reingeschmissen, habe ich mir noch gar nicht angeguckt, deswegen dauert das wohl ein bisschen länger. So, und dann habe ich den noch. So, auch Vintage, würde ich sagen. Bisschen steampunkig vielleicht, wegen diesem ganzen Metall hier. Aber ich finde, auf den kleinen Bildern sieht man das immer nicht so gut, deswegen mache ich das mal eben auch nochmal schnell mit euch durch. So, Holz und jo, alte Männer, die Holz hacken. Da. Zahnräder, ne? Eine alte Lok. Hier so Metall. Dinger. Das ist auch alles, sieht alles aus, so Metalloptik. Richtig, richtig schön finde ich das. Ah, da werden einige bestimmt auch sagen, dass das toll ist, was ich so gesehen habe. Ja, so Schrauben und so eine alte Holzwand. Wieder mit Zahnräder und Werkzeug. Altes Flugzeug. Flugzeuge. Ein Helm. Und dann so Filmrolle. Und das noch. Das. Und ein alter Fotoapparat hier. Richtig, richtig cool, finde ich das. Muss ich auch mal verarbeiten, ne? Ich kaufe mir das und dann denke ich, ich will nicht, dass das alle geht, aber denkt ja jeder so. So, das waren die drei. Dann habe ich mir einmal Strukturpaste geholt für meinen Mixed Media. Mal gucken, wie das wird, ob das überhaupt das Richtige ist. Zement-Look. Ja, kann man ja übermalen. Oder muss man ja auch nicht. Also Weißes hatten sie nicht da. Das hat 2,99 jetzt gekostet. Sind aber 500 Milliliter drin, da kannst du nichts zu sagen. Ja, das gucke ich mir dann auch nochmal in Ruhe an. Dann habe ich mir das geholt hier, 89 Cent. Das hat Asia ja auch gekauft, das habe ich auch schon ein paar Mal gesehen in Videos. Das andere habe ich noch zweimal, dieses hatte ich noch gar nicht. Deswegen musste das auch mit. Türkis, Weiß, Rot, Silber, Gold und Altrosa, würde ich sagen. Und Hellblau, so Pastellblau oder so. Ja, ups. Einmal Mundwasser hat sich mein Actionman geholt. So, dann habe ich Design Tape dreimal. Das hier fand ich ganz toll. Fokussier mal. Richtig toll sieht das aus. Ich habe ja eigentlich dieses Magnetband auch gesucht, aber das hatten sie irgendwie auch nicht. Ah, oh, mein Arm tut weh, ey. Haben sie mir gestern so einen Schlauch durchgejagt. Ja, und das noch. Richtig wow Effekt. Design Tape. Ja, 89 Cent, glaube ich, die drei hier. Dann habe ich mir das nochmal eben mitgenommen. Ich habe heute nicht ganz so dolle zugeschlagen, aber halt, dass ich irgendwas überhaupt mitnehmen kann vom Action. Dann die waren die ganze Zeit auch nicht bei uns. Also ich könnte noch Hoffnung haben, dass wir diese Marker noch kriegen, weil bei uns kommt immer alles etwas später. Die hatten sie die ganze Zeit bei uns auch nicht, haben sie jetzt auch. Also nur diese drei hier habe ich mitgenommen. Na, die kennt ihr aber auch schon.
Einmal den. Einmal diesen hier. Und einmal den. Waren auch super günstig. Ja. Die. Dann habe ich von diesen kleinen Blöcken was gekriegt. Und zwar diesen hier. Also wir hatten alle da von diesen. Aber, ne, aber ich habe so viele Blöcke noch. Und dieser hat mir am besten gefallen. Und davon möchte ich auch ein Mini-Album machen. Oder so. War das so Pastelli, also was steht da? Soft Tones. Also softe Töne. Halt ein bisschen weniger farbig. Mega, mega toll. Wir sind da drin. Ja, das noch. Das. Ich finde die toll. Sieht noch ein bisschen besser aus als im Bild. Das ist auch mega. Ja, und diesen hier habe ich, weiß ich auch nicht warum, dreimal geholt. Damit das auch ja nicht alle geht. Vielleicht wandert auch mal einer mit in Tauschpaket, wenn ich das denn doch nicht alles verbrauche. Dann noch einmal dieses Washi-Klebesheets. Diese Farben hatte ich noch nicht. Ja. Nehme ich mir auch immer mit, aber weiß ich auch noch nicht, was ich damit machen will eigentlich. Naja, Hauptsache haben, ne? Ja, da ich diese alten Kalender noch nicht gekriegt habe, habe ich mir das erstmal, was heißt keine Blöcke, mitgenommen. Das kann man ja auch für ein Mini-Album nehmen. Und als Cover nehme ich dann eine dunkle Farbe oder so. Oder braun oder schwarz. Ja, ja. Und dann mache ich mir da erstmal ein Mini-Album von. Ich wollte nämlich nur Vintage unbedingt machen. Oder halt so braun Töne. So, für mein Mixed Media habe ich mir dann das noch mitgenommen. Das ist aus der Kinderabteilung 99 Cent, aber ich brauche hauptsächlich diesen, diesen und diesen. Und was das hier ist, weiß ich noch nicht so genau, diese hier. Ob man da besondere Effekte mit erzielen kann oder so, da muss ich mal gucken. Aber auch 89 oder 98 Cent. Kann man ja nichts falsch machen. Ja, meine Hundeleckerli ist sie wieder. Milo hat sich schon gefreut. Ja, hat er auch schon gekriegt. Jetzt, diesmal. Was habe ich noch? Den hier. Einen Wimpernroller brauchte ich mal wieder. Ich glaube, 1 Euro noch was. 1,20 oder so. Oder unter 1 Euro, keine Ahnung. Auf jeden Fall wollte ich den mal ausprobieren. Hier ist der Tank noch zu, den muss man extra aufdrehen. Das finde ich eigentlich gut, denn ist er bestimmt schön geschmeidig und noch nicht ausgetrocknet. So, dann habe ich mir nochmal so einen kleinen Kasten hier geholt. Für 1,79 oder so. Einen nur, weil ich schon wieder so viel... Ja, die Sachen von Doreen Beats weiß ich auch noch nicht so genau, wohin damit. Und dann habe ich mir hier diese Taschen gekauft. 39 Cent. Ja, die sind sehr groß. DIN A4, ne? Zack. Dokumententasche heißt das, genau. Und, ja, für Papier oder für Sticker reintun, habe ich mir so gedacht. Was man da reintut, kann man ja. Also diesen hier, 39 Cent, und den habe ich mir dann geholt. Mit, was ist denn das? Ach so, Skater. Urban Skate steht da ja drauf. Ne? 39 Cent. Oh, alle. Dann noch den. Palm Beach Surfing. Und dann diesen hier noch. Organizer. Organize. Ja. Was noch? Achso, dann habe ich mir nochmal so einen Kinderkleber geholt. Für meine Papierbasteleien. Dafür klebt er ganz gut.
Also jetzt nicht wie Mini-Alben, ne? Wie Papierröllchen oder so. Und dann habe ich den noch geholt. 30 Stück, 1,99. Sind natürlich keine, diese Aquarellstifte oder wie die heißen. Aber im Malbuch zu malen, so ganz normale Mandalas oder so, finde ich, reichen die auch. 30 Stück. Ja, 1,99. Ich meine, ansonsten, wenn mal Kinder hier sind, können die da auch mitmalen, wenn die nix sind. Ja, die habe ich mir auch noch mitgenommen. Ja, meine Lieben, das war's dann für heute. Schade, dass ich die Sachen nicht gekriegt habe, die anderen, aber ich bleib am Ball und guck mal beim nächsten Mal, ob ich das dann ergattern kann. Wünsche euch noch einen schönen, sonnigen, regenfreien, nicht überschwemmenden Tag. Also lasst euch nicht absaufen da irgendwo in Deutschland. Ich hoffe, alles ist gut bei euch. Hier ist im Moment trocken, geregnet hat es eben schon, aber warm ist es, schwül warm. Naja, gut, meine Lieben. Schönen Tag noch, bis zum nächsten Mal. Tschüss.